Freut, dass mich eine unbekannte Person gerade gegrüßt hat, aber der Schwabe sagt, was ist jetzt adös, ne? Was trinkt der OP, ist die Frage. Und hier sind die Stöcke, je nach Wetterlage kann man hier einen Stock entnehmen, bevor man losläuft. Was ist jetzt adös, war ja die Frage. Es gibt ja immer vier Möglichkeiten und dann 1 Million Gewinn, Spielgeld bei mir, Roulette. Spielgeld 1 Million, wenn man die Frage richtig beantwortet. Erstens wäre Wasser mit Farbstoff. Zweitens Tee. Drittens Urin. Viertens, das weiß ich nicht. Und wenn Sie das richtig beantworten, kriegen Sie 1 Million Spielgeld vom OP per E-Mail zugeschickt. So machen wir das. Und was sind das für Muscheln? Also am schönsten ist, glaube ich, die da. Ne? Ich habe ja auch an der Ostsee als Kind immer Muscheln gesammelt. Und da sind ja Tiere drin mit viel Eiweiß. Die kann man auch sogar essen mit Knoblauch und so. Ne? Muscheln habe ich schon ein wenig gegessen. Ich spreche ein bisschen leiser. Da schlafen sie noch da oben gegenüber. Die müssen sie vorschlafen, damit sie dann gut hineinfeiern können. Das habe ich mir abgewöhnt. Sie sehen die Zusammensetzung von dem Boden. Die Steine sind gewachsener Fels. Also da kann man hier nicht von Bauschutt reden, sondern eher von Aushub und so weiter. Ja, ich habe es ja schon erklärt, auf der Gas, wie das ist mit der Temperatur und dem Wetter und was dem liegt und mit Energie und Entropie habe ich es ja gehabt. Und was bedeutet das für die Menschen? Nämlich gar nichts. Also wenn man was verändern will, und meint, man will was tun für die Zukunft der Menschheit. Das kann man nur im eigenen Verhalten tun. Man kann also nur kleine Projekte, hier wie derjenige, der hier das macht und älter ist als ich, deutlich älter, der ist 10 Jahre älter, wenn ich es richtig verstanden habe, der macht hier seinen Stil. Das ist sein Ding. Und ich habe mit dem, habe ich mich schon unterhalten, den Namen sage ich ja nicht, das habe ich gemacht, die Holzbretter hingeschraubt. Das weiß ich noch, da war auch ein recht milder, warmer Tag an einem Tag, weil das war im Winter gefährlich, wenn Eis war, ist man da ausgerutscht. Bloß Eis hat es jetzt nicht mehr, das wusste man damals nicht. Vor ein paar Jahren, dass es kein Eis mehr hat, da hat man dann das Pinienholz genommen mit der rauen Oberfläche oder vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Und das hält bis zum Lebensende, habe ich gesagt. Da muss man ein bisschen schrauben. Das konnte man gerade noch so an einem Tag vollziehen. Ja, sowas mache ich jetzt nicht mehr. Also sollen andere machen. Andere sollen hier sich in Szene setzen. Aber auch auf Bühnen, auf großen und kleinen Bühnen. Ich denke immer noch über den Stargeiger, haben wir gesagt. Geige war ja nicht mein Instrument. Ich kann alles spielen außer Geige, habe ich mal zu einer Geigerin gesagt. Die hat das als Kompliment empfunden. Das hätte bedeutet, da ich keine Geige spielen kann, nehme ich jetzt die Geigerin in den Arm und dann habe ich alle Tasteninstrumente und alle anderen Instrumente plus die Geige, dadurch, dass ich die Geigerin in den Arm nehme. Na, 1, 2, 3, alle Tasteninstrumente, zweitens keine Geigerin, deswegen nehme ich die Geigerin in den Arm. Ja. So geht die Pointe. Vielleicht kann man auch so ein Buch aufbauen. Ein Buch voller Witzen, 1, 2, 3 oder Vierzeiler sind auch gut. Na? An der Treppe hängen die Ständer. Am Geländer. OP nimmt sie mit in den Wald. Was dort geschieht, erfahren Sie bald.